Nein. Soll ich dir einen Trick zeigen? Was für ein Trick. Guck mal, wie du auf diesem Dach hier kommst. Ich komme zu dir. Die meisten campen ja immer hier, weißt du? Es geht auch nur darum, nicht hier auf dem Dach zu campen, ne? Sondern, falls da irgendwo ein Camper hinten ist, weißt ja, wo ich meine im Exit, ne? Du machst hier, du kommst hier hin, genau, dann machst du das Fenster auf. Aber wie bist du denn gerade raufgekommen aufs Dach? Ja, du musst das Fenster aufmachen. Und jetzt da drauf Ach so, und dann da drauf ja. und nicht vergessen, das Fenster zu schließen. Jetzt verstehe. Ja. Und dann kannst du da halt gucken, wie Ja, sehr gut. Camper, ne? Ja. Meistens sind die ja immer deine Ecke und so, oder? Das geht mir auf den Sack Ja, hier. da hat man gut über den Überblick über diesen Exit, stimmt. Genau, es geht nicht darum, da drauf zu gehen und zu campen, Alter. Um Gottes Willen. Ein Mörser drauf, du bist wieder weg. Man kommt auch auf das Dach dann hier, man kann gut rumspringen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen und Dobberdan hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich spiele heute wieder einmal, nicht alleine, sondern im Duo mit dem fantastischen Rolex Daytona Bra. Herzlich willkommen. Bro, was für eine Anmoderation von dir. Ich küsse doch dein Herz, fertig. Dann legen wir los. Ja, endlich mal wieder. Ich freue mich sehr. Auf geht's. Ich auch. Früher habe ich mich immer darüber aufgeregt, aber mittlerweile schon dran gewöhnt, ja. Ach, ein bisschen So, durch die Outlands Challenge. ballern. Mal gewinnt man, mal verliert man. So sieht's aus. Jetzt haben wir mal die 49er dabei. Vielleicht sieht das Ganze ein bisschen besser aus jetzt. Ja, die sind hier. Die sind hier? Vor mir. Vor dir, oh mein Gott. Einen habe ich. Den anderen habe ich. Okay, Let's hier ist go. noch einer, Ja. das ist das Trio. Pass bitte auf. Ich hab ihn. Ja? Das ist Gut. das Trio gewesen. Jupp, schönes Ding. Sehr schön. Hier ist eine L85. Die würde ich Nimm einpacken. mit. Ja. Ja, sicher doch. Dann nehme ich die ADR damit, aber nimm du die Muni mit. Da war noch einer, ne? Da waren zwei. Ja. Wo ist der andere Also ich Kill? weiß nicht. Ah, hier ist Ah, den einer. habe ich schon leer gemacht, den anderen, ja. Hier ist einer. RPK ist hier. Ja, die habe ich da reingetauscht. Achso, ah, Gegen die okay. L85. Und die andere ist hier. Okay. Hier ist auch noch einer. Ich ping mal, ja? Ja. Die nächsten Hier ist sind. ADR. Also, die verstärken sich bestimmt, weil hier ist der nächste Ping, oder? Wo? Dabei Bei 1, eins? ja. Ich kann es mir schon Wurde der vorstellen. Störturm Das war ja nur ein benutzt? Dreier. Ne. Das war ein Dreier und ein Zweier-Team. Und ein Und Solo, ein ne? Einzelner, glaube ich. Ja. Hier ist noch Munition. Kannst du auch noch mitnehmen. Du meinst, weil die Du so brauchst wertvoll nicht ist mehr. oder was? Aber. Ja, die sind richtig wertvoll. Passt schon. Okay. Jetzt. Zum großen Ja, lass Sigi. dich zum Dient. Genau. Nicht zum Sigi. Doch. Aber klar. Ja. Einmal großen Scan machen. Ja. Nochmal Attrappe. Bam. Was Wie passiert? süß. Ich habe, Hörst du nicht? ich höre gar keine Attrappe. Siehst du, das meine ich ja. Das ist die PM. Der hat die PM als Attrappe ausgewählt. Ups. Der hat die PM als Attrappe ausgewählt? Ja, du musst dir vorstellen, ich habe zum Beispiel die 49er, ne? Wenn du die Attrappe ja einschaltest, also dein, ist ja geht er ja normalerweise die Dinge machen. Die M49er Geräusche. Bei mir hat er die aber nicht ausgewählt, sondern eine PM oder die PSS. Ach so, so, die ist so leise, weil die so einen Schalldämpfer hat. Genau. Oh! Oh, ich bin weg. Du bist weg? Ja. Shit. Der ist immer noch da. Ich weiß gar nicht, wo er ist.
Der ist auf der Batterie und kommt gerade hier entgegen. Ah, ich sehe es, ja. Ah, da. Oh, das ist aber gefährlich. Ist links vor dir. Oh, der hat eine Granate geschmissen. Ich sehe es. Sauber, Jan, Alter. Ich bin die Idiot. Blut ist drin. Bravo. Immer besser konnte man das nicht machen. Junge. Bruder, die denken manchmal auch, Alter, mit jedem kann man stressen, hä? Ja. So, Moment mal. Du kannst mich ja auch noch looten. Stimmt, deine wertvolle Munition muss mal wieder rausfliegen hier. So. Ach, du bist ja auch gestorben da, ja. Ich ping jetzt nochmal. Ich habe noch einen Ping. Okay, jemand ist hier hinten. Okay. Boah, hier ist voll die Strahlung, Digga. Boah. Ja, Mann. Hast du Bock noch, Jungs? Ja, eins noch. Ich übernehme die jetzt schon. Ich muss hier weg. Okay, beim Exit sind zwei und dann sind noch zwei auf der Map. Okay. Ich bin zu low, um. Was mache ich? Ja, nimm doch noch den Ding mit, oder? Ich kann dich nicht looten, weil du liegst deiner Strahlung, ist zu heftig. Nein, nicht mich. Ich meine, der Container. Ach ja, der Container ist ja auch noch. Puh, ja, ich kann es nochmal probieren, aber es ist vielleicht gefährlich. Mal gucken. Ja, musst du selber entscheiden. Ich meine, wenn die Gegner weiter weg waren. Ja. Dann kannst du noch einen mitnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass im Exit noch das eine Duo unterwegs ist. Ja. Waren zwei Solos dabei oder? Ich weiß gar nicht mehr. Nein, ein Solo nur. Das war der jetzt gerade, glaube ich. Dann weiß ich nicht. Vielleicht ist dann ja auch noch ein Fake auf der Map. Was sagst du da? Dein Skin. Der Skin ist schon cool, ja? Mhm. Stimmt. Mit halber Energie ist natürlich jetzt schwierig. Ja, aber trotzdem, wir haben noch Beute mitgenommen. Ich habe aber nichts, womit ich den Exit aufschließen könnte. Zwei Elektronik, was denn nicht? Gar keine Elektronik, zwei Benzin nur. Nichts an Materialien, nur so ganz viel Kram. Granaten, Mörser. Sieht ganz anders aus, als müsste ich mich vorkämpfen zum offenen Exit. Ja, dann kannst du es hier direkt mal mit dem Dach versuchen. Von der Seite komme ich jetzt aber gar nicht, aber mal gucken, ja? Ja. Okay, also hier sind schon mal die Raben. Ja. Ich muss hier jetzt noch mal kurz noch mal weg. Ich
Wahrscheinlich im Gebäude. Ja, wahrscheinlich im Gebäude, ja. Da hinten. Am Exit, hinterm LKW. Da campt auf jeden Fall jemand. Ja, im offenen Exit, ja. Meinst du? Genau, ja. Bei welchem LKW denn? Der mit der Ladefläche? Genau. Da drin? Dahinter. Dahinter. Entweder hinter diesem LKW oder dahinter ist noch so ein rotes Auto. Ja. Kann auch dahinter sein. Okay. Dein Kopf ist auf jeden Fall da verschwunden. Wenn du Mörser hast, Mörser? Ja. Vom Dach aus. Ich habe einen Mörser, ja, stimmt. Ich würde aber erstmal auf dem Dach gehen und dann Mörser. Oder von da aus geht auch. Aber leg den Mörser ein bisschen weiter nach hinten, also zum roten Auto eher. Okay. Ja, okay. Er kommt jetzt. Ja. Jo, Hit. Noch ein Hit. Dann ist er hinterm roten Auto. Ja, der geht gerade raus. Hab ihn erledigt. Kill, ja. Nice. Exit Kill. Aber wie? Und dann nur noch mit Mörser. Aber dann ist er hier. Geil an, ne? Ja, dann ist er hier noch jemand. Weil hier waren ja gerade auch Raben bei dem anderen Exit. Maybe, Bruder, der ist von da dahin gelaufen. Möglich. Aber ich weiß es nicht. Entweder Sigi. Hab keinen Ping mehr. Schade. Da musst du riskieren, Tiger. Aber ich glaube, wenn da zwei wären, wäre der auch geflüchtet, weil Mörserschläge waren schon hart. Vor allem, das wird jetzt nochmal einen Rahmen geben. Genau. Hier sind jetzt ja keine Raben mehr. Ja. Oh. Oha. Da sind sie, die Raben. Da sind sie. Ich will auf ein Dach gehen, Alter. Ja. Fenster auf. Hauptsache, die sind jetzt nicht hier irgendwo, weißt du? Und kommen von hinten angerannt. Dach? Komm schon. No, man kann nicht. Man muss es erst. So, man geht sich anders. Ja. Und dann wieder auf. Ja, perfekt, Tiger. So, und jetzt? Jo. So, und jetzt pause ich mit deinem Helm, ja, dass ja. Er das sieht. Und ich gucke auch mit. Aber ich sehe leider. Warte mal. Ich sehe leider noch nichts. Guck mal, der müsste ja irgendwo hier vielleicht sein, oder? Oder ich glaube, ich sehe ihn. Wo? Ich hoffe, das ist kein Dingend. Ich hoffe, das ist kein Busch und keine Äste. Genau vor dir im Busch muss er da sein. Welcher Busch? Da rein. Welcher Busch? Vorne, also neben dem LKW, dieser rechte Busch, dieser kleine runde Busch. Ich glaube, da neben der LKW-Tür oder vorne? Ja, diese LKW-Tür, also an der Motorhaube, diese. Der Busch an der Motorhaube. Da? Ja. Ja, da war er. Oh mein Gott. Du Adlerauge, krass. Oh. Krass. Was geht hier ab, Alter? Die Exit-Camper. Alarmfallen auch hingelegt. Scheiße. Alarmfalle, Alter. Wie Alter am Campen ist.
Und das meine ich. Für diese Zwecke nutzt man diesen Dach und nicht fürs Campen. Ey, dieses Dach ist ja wirklich der Hammer. Hammer, oder? Ja. Hier war ja noch einer. Ja. Ah, der muss hier hin. Vorsicht. Ja, der muss hier hin irgendwo liegen. Ein Affe? Da ist ein Affe auf dem Boden. Ich sehe keinen Affen. Den Weißen. Ja. Hier ist er gestorben. Links. Boah. Warte mal, ich muss ganz schnell wieder raus. Ja, ja. Weil ich brauche den Countdown. Da ist ja mega das Loot. Warte ganz kurz. Okay. Ich muss alle meine Munition eben rauslöschen. Und dann packe ich mir nämlich... Hab keins mehr. Wir müssen jetzt... Aber ich bin jetzt eben Countdown. Okay. Ah, hier, der hat einen Jod. Egal. Ich nehme mir alles mit, was ich gebrauchen kann. Ja, ja, ja. Perfekt. Ah, da war noch so viel drin. Egal. Schade. Ja. Aber hey, Bedrohung. Richtig geil. Richtig geil. Und zwei Exit-Camper weggesnackt. Ich schwör's dir. Vorbildlich. Schon gelernt. Ja, Mann. Ja. Danke, dass du mir das mit dem Dach so gezeigt hast. Ja, ich sag doch, das sind solche Sachen nicht fürs Campen, aber boah, guck mal, der mich mitgenommen hat, 2,1er KD. Aber der hat nur ein paar Spiele. Starke Runde auf jeden Fall. Spiele. Ja, hat richtig Bock gemacht. Schade, dass du jetzt nicht bis zum Ende mit dabei warst, aber du hast mich hervorragend sozusagen gemanagt durch diese Runde. Trotzdem, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Du hast diesen Exit-Camper wirklich perfekt in diesem Busch erkannt. Wahnsinn. Seine Haare haben da ein bisschen rausgeschaut. Ja. Hat er sich nicht gut getan. Nein, nein. Dafür braucht man auch Skill. So ist das eben. Erstmal sind jetzt die Feiertage, die anstehen. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, mein Freund. Gleichfalls, mein Bruder. Gleichfalls. Ich danke dir auf jeden Fall und wünsche dir ein frohes neues Jahr. Jetzt ja, schon guten Weil, Rutsch auf jeden Fall. Ne? Deswegen und danke dir fürs Mitmachen. Die, Alter, hat voll Bock gemacht. Ohne Witz. Hat mega Bock gemacht. Danke. Ja, danke dir auf jeden Fall. Und wir sehen uns wieder in den Outlands, da bin ich mir sicher. 100%. Dann sage ich jetzt ciao und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Jo, mein Bruder. Schönen Abend dir. Dir auch. Ciao. Ciao, ciao.